das Ganze ein bisschen attraktiver noch zu gestalten, haben unsere Mitarbeiter, der Kai, der Sven und der Johnny, jeweils eine Staffel, die jetzt gegenseitig starten und natürlich um die besten Plätze schon ringen in der Startposition. Normalerweise ist man fair und lässt den Älteren ein bisschen den Vortritt, aber auf der Strecke bis zum 8. darf überholt werden, nachher nicht mehr. Und gleich geht's los. Es darf auch angefeuert werden. Auf die Plätze, fertig und los geht es! Ein hartes Verfolgungsrennen jetzt um die Halle. Oh, hier kommt der Johnny mit der Rallye. Macht noch einiges gut. Hinter der Halle geht es dann rum. Wer wird als Erster wieder hier sein? Ist mit dem Kai alles gut gegangen? Ist noch nicht zu sehen. Oder ist er schon da? Oh ja, da ist er schon der Nächste unterwegs. Hier ist er schon im Bereich, unter den Planen durch. Mit dem Horn. Und jetzt geht es hoch zum Staffelpartner, den Weg frei, bitte, der ist nicht zu bremsen, der Mann. Und der Staffelholz wird übergeben zum ersten Mal an den Semi. Jetzt aber schon den Rumpf umhängen, einmal schütteln ist erlaubt. Und der Sven auf den Parcours rüber. Geschicklichkeit ist gefragt. Über die Hürden. Dann unter den Bändern durch. In der Wechselzone angekommen. Sammy. Das T-Shirt wird angezogen. Und der Johnny hat auch geschafft. Oder wo ist er denn? Jawohl. Jetzt, das Feld bricht ein bisschen auseinander wie meine. Mit dem Brauchen im Wasser. Ja, mit dem Wasser aufgestaut auf 480 mm. Und die Sugar am Ziel fast vorbeigeschossen. Hier auf der Rennstrecke befindet sich der Semi mit der Sabrina Roh. Und die tritt richtig in die Pedale, meine Damen und Herren. Da staubt der Asphalt bzw. der Schotter. Oh, mit der Sugar gibt es ja ein bisschen Probleme mit dem Anziehen, sehe ich gerade. Aber das ist natürlich die Nervosität. So, und los geht's in der Wechselzone, befinden sich jetzt zwei Hunde. Wer kommt als Erster raus? Wie es scheint, passt das Geschirr nicht. Hat da jemand manipuliert in der Fahrradzone? Möglich ist alles. Oh, da ist der Semi mit der Sabrina. Und das Fahrrad ist übergeben. Jetzt geht's zum Geschicklichkeitsparcours. Über die Hürden. Jawohl. Sugar ist auf der Tor. Jetzt hat Blau und Geld die Möglichkeit, den Vorsprung aufzuholen. Das Staffelholz ist verloren gegangen. Meine Herrschaften, der Runde Staffel, macht euch auf die Suche. Ah. Am Ende liegt sie Wasser. Hier ist es. Jawohl, jetzt kann es gar weitergehen. Ein harter Wettkampf hier, alles aus dem Weg gerempelt. Okay. In der Wechselzone im Fahrradbereich, ein Hinweis an die Athleten, wenn das Fahrrad noch abgebrochen ist, dann ist es wirklich mal eine Schlussfeldperle. Okay, dann kommt der Dreh.
Oh, wo kommt denn die Kalamba her so schnell? Gibt's ja gar nicht. Und der Flynn auf der Fahrradstrecke, wie sieht's aus mit der Führung? Sind wir noch gut? Ich hoffe ja. Okay, wir werden sehen. Jawohl, das wollen wir hören. Die Leute anfeuern. Yes. Ein harter Wettkampf. Und langsam. Geradeaus, mehr nach rechts, hinten nach rechts, jawohl. Und jetzt auf die Schotterpiste. Jawohl, jetzt hat er den Weg gefunden. Und los geht's. Jawohl. Anfeuern die Athleten bitte. Das ist gut. Die anderen Zuschauer bitte darauf achten, dass sie nicht selber sind. Oh, wenn sie nicht dazu zu können. Lu, wie sieht's aus mit Lu? Wie viele Teilnehmer sind noch am Start? Hey, Lena, die Elfen haben geholt! Ja! Ja, war natürlich Schotter. Der letzte Schrei, ja? So. Der rote Staffel ins Ziel. Rote Staffel ins Ziel. Hey. Jawohl. Mit großem Vorsprung. Oh, Gelb ist schon wieder im Mittelbereich. Nein, lieber Mann, nicht glaube. Wo bleibt Blau? Wo bleibt Blau? Hier kommt Blau. Blau! An der Laufstrecke gibt es dann vielleicht noch eine Möglichkeit zu überholen, aber die Flatterbänder sind bereits absolviert. Gelb hat hoffentlich das Stammholz und den Hund verloren. Den Hund wieder einfangen, langsam. Jawohl, Gelb auf dem Weg ins Ziel zum zweiten Platz. Die gelbe Staffel wird zweiter. Jawohl, ein kräftiger Blau erreicht das. Das Rennen ist gelaufen, meine Damen und Herren. Rot ist Sieger, Gelb zweiter Platz und Blau dritter.